Hallihallo, ich begrüße dich auf diesem frisch gegründeten Channel. Ich dachte mir, ich mache mal einen Channel auf zum Thema Comfy UI und Stable Diffusion, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dieses UI geht ein bisschen unter. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Deswegen, ja, werde ich mich auf diesem Channel hauptsächlich mit Comfy UI beschäftigen. Und der Plan ist es, in der Zukunft Models vorzustellen, LoRas vorzustellen, die Nodes in Comfy UI vorzustellen. Wie funktioniert Comfy UI überhaupt? Was gibt es für Tricks oder was probiere ich an Tricks aus und kann euch mitteilen? In diese Richtung wird es also hier gehen. Und was ist Comfy UI überhaupt? Comfy UI ist ein Node-basiertes UI zur Erstellung von KI-generierten Bildern mit Stable Diffusion. Und hier sehen wir schon ein Beispiel, mit dem ich gerade arbeite. Das ist ein Image-to-Image-Beispiel. Man kann ein Bild hier vorne reinplatschen. Dann geht es durch eine ganze Reihe an Nodes hindurch. Und am Ende in dieser Node purzelt dann wieder ein Bild raus. Was in meinem Fall ist es immer 1440p zumindest in der Höhe. Ich mache mit Comfy UI entweder Porträtbilder mit 1440p in der Höhe. Oder ganze WQHD-Wallpaper und bin immer bemüht, dabei mich weiterzuentwickeln und natürlich auch die Bilder weiterzuentwickeln, dass sie je nach Anwendungszweck realistischer werden, schöner werden, detaillierter werden etc. pp. In diesem Video werden wir uns auf jeden Fall erstmal damit beschäftigen, wie man Comfy UI überhaupt bekommt und installiert. Das ist alles kostenlos, was ich euch hier zeige. Ihr müsst vielleicht für das ein oder andere, für die eine oder andere Webseite ein kostenloses Konto erstellen, aber das ist ja eigentlich gar kein Problem und mehr braucht ihr gar nicht. Deswegen starten wir direkt mal damit, dass ich euch zeige, wo ihr Comfy UI herbekommt. Unser erster Anlaufpunkt hierfür ist GitHub. Comfy UI kann man sich auf GitHub kostenlos runterladen. Dafür braucht ihr auch gar keinen Account, das geht auch so. Klickt auf den Link, den ich euch in der Beschreibung hinterlegt habe oder sucht im Google direkt Comfy UI. Dann kommt ihr auch sofort auf diese Seite hier mit dem allerersten Treffer und hier könnt ihr das GitHub Repository von Comfy UI sehen. Auf dieser Seite wird so grob beschrieben, was Comfy UI ist, was Comfy UI kann. Das könnt ihr euch ja durchlesen. Shortcuts gibt es hier, die ich selber noch nicht benutzt habe. Ich benutze immer die Maus. Ist schon sehr angenehm so und viele weitere Informationen. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu installieren. Einmal die manuelle Version mit Installation von Python und so. Das werde ich euch hier nicht zeigen. Wir gehen gleich auf eine andere Installationsweise, auf eine Portable-Installation, die ich auch bevorzuge und selber auch, seitdem ich es entdeckt habe, selber benutze. Und die finde ich eigentlich ziemlich praktisch, weil wenig Aufwand und man kann sofort loslegen. Auf der GitHub-Seite findet ihr den Download-Link nämlich hier. Hier könnt ihr das File herunterladen, das Windows Portable-File. Das habe ich schon getan. Ladet es einfach in einen Ordner eurer Wahl auf eurer Platte runter. Und ihr bekommt dieses Comfy UI Windows Portable NVIDIA CU118 or CPU.7Z File. Das müssen wir noch entpacken. Zum Entpacken brauchen wir das Programm 7-Zip. Den Link packe ich euch auch rein, falls ihr es nicht sowieso schon habt. Es ist ein sehr populäres Programm hier auf Download. Und ihr könnt euch die 64-Bit-Variante für Windows hier runterladen. Das Ganze integriert sich dann in euer System. Ihr sucht das File raus, was ihr eben runtergeladen habt. Rechtsklick, weitere Optionen, 7-Zip und öffnen. Und dann seht ihr den Inhalt des 7-Zip-Files. Den Comfy UI Windows Portable Ordner könnt ihr einfach irgendwo auf eurer Festplatte hinziehen. Es ist ganz egal wo, es ist alles embedded, es ist portable, das heißt, ihr müsst nichts weiter nachinstallieren. Das ist ganz egal, wo ihr es hinpackt. Ich habe es hier hingepackt, im selben Ordner,
Man kann das den Ordner öffnen und wenn man das tut, sieht man hier schon direkt, es gibt einmal eine Run CPU BUT und es gibt eine Run NVIDIA GPU BUT. Ich benutze immer die Run NVIDIA GPU BUT, da ich eine NVIDIA 3080 Ti in meinem Rechner habe. CPU habe ich noch nicht ausprobiert, ist sehr langsam und ich weiß auch nicht, ob man damit alles erreichen kann, was man mit der Grafikkarte erreichen kann. Wenn ihr da Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich selber habe mich damit noch nicht beschäftigt. Zur Ordnerstruktur an sich. Ihr habt einmal hier oben ComfyUI, da ist das eigentliche ComfyUI halt drin, wie es hier schon steht. Python Embedded, hier befindet sich die benötigte Python-Version, die gebraucht wird, um das Ganze zu laufen zu lassen. Und hier haben wir noch einen Update-Ordner. Im Update-Ordner seht ihr eine Update-ComfyUI-BUT und eine Update-ComfyUI and Python-Dependency-BUT. Die Update-ComfyUI-BUT wird dazu benötigt, ComfyUI, also nur das reine UI abzudaten, während die ComfyUI and Python-Dependency-BUT auch das Embedded Python updatet. Wenn ihr das startet, das kann ich einmal machen, dann kommt hier auch die Warnung, dass alle Abhängigkeiten von Python und so mit geupdatet werden und dass man das eigentlich nur machen soll, wenn man Probleme mit dem Laufenlassen hat von ComfyUI. Das mache ich jetzt nicht, ich breche es ab und ansonsten Update ComfyUI. Das geht relativ schnell, dann wird einmal von GitHub die neueste Version gezogen und man ist up to date. Im ComfyUI-Ordner selber möchte ich eigentlich den Fokus einmal auf zwei Ordner legen, die wichtig sind für uns. Einmal ist es der Models-Ordner. Hier legt ihr nämlich alles ab, was ihr zur KI-Bildgenerierung braucht. Also zum Beispiel Checkpoints. Das sind die reinen Models zur Generierung. Wir haben ControlNet, das ist sowas wie OpenPose oder Tile oder Tiefenmasken etc. Embeddings, das ist Textual Inversion. Keine Sorge übrigens über die ganzen Begriffe, ich werde dafür auch noch in den anderen Videos drauf eingehen. Da kommen wir auf jeden Fall dran vorbei. LoRAs sind auch eine Art Models, aber speziell trainiert, laufen nicht selbstständig, sondern brauchen ein Base Model und können dann sozusagen darüber gesetzt werden. Und VAEs zum Beispiel, die werden dafür benötigt, um Bilder in den Latent Space zu encodieren oder dekodieren. Aber wie gesagt, früher oder später kommen wir in diesen Videos noch dran vorbei. Der andere Ordner, der noch wichtig ist, ist der Output-Ordner hier. Der ist eigentlich nur dafür da, um eure generierten Bilder aufzunehmen. Zwei Stück haben wir hier schon drin. Das war aus einem kleinen Test, den ich gemacht hatte. Aber wir kommen gleich dann noch dran vorbei. Bevor ihr ComfyUI jetzt allerdings startet, über die Run NVIDIA GPU BUT, braucht ihr noch das entsprechende Model, beziehungsweise ein Model. ComfyUI startet standardmäßig mit dem Stable Diffusion 1.5 Model. Was heißt standardmäßig startet es? Damit ist es ausgewählt und deswegen werden wir uns jetzt dieses 1.5 Model einfach initial installieren. Geht dafür auf den Hugging Face Link, den ich euch auch in die Beschreibung gepackt habe. Da kommt ihr auf die Runway ML Stable Diffusion 1.5 Variante. Hierfür braucht ihr, soweit ich mich erinnere, müsst ihr auf Hugging Face einen kostenlosen Account anlegen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ich meine aber schon. Es kann auch sein, dass ihr bei manchen Models noch so eine Art Disclaimer anklicken müsst, dass ihr die nicht für kommerzielle Zwecke verwendet und nur zum Testen und sowas. Das ist aber reine Formsache. Kommt ja schon dran vorbei, kostet alles nichts, kann man klicken und dann ist man da schon durch. Auf jeden Fall, wenn ihr auf dieser Seite seid, geht hier oben auf Files and Versions, sucht nach der V1.5 Pruned EMA Only Checkpoint
beziehungsweise den V15 Pruned EMA Only Safe Tensors Checkpoint. Klickt da drauf, wählt hier Download und dann rattert das Ding los und ihr ladet es runter. Gut, dann lass uns doch einfach mal ComfUI starten. Einfach einen Doppelklick hier drauf, die Konsole öffnet sich, das Ganze rattert los, geht relativ schnell und da haben wir schon eine Variante gestartet. Und das ist einfach das Standard-Layout, so wie ihr es beim allerersten Start seht. Ihr habt hier eine Node mit, wo der Checkpoint geladen wird. Ne? Hier seht ihr auch, hier ist der V1 Pruned EMA Only Safe Tensors Checkpoint schon vordefiniert. Ihr habt zwei Prompts. Zum Generieren von Bildern braucht man immer Prompts. Warum zwei? Ganz einfach. Hier oben ist ein Positive Prompt. Hier ist ein Negative Prompt. Und das reicht für den Anfang. Wir werden noch ganz viele tolle andere Dinge sehen in den folgenden Videos. Allerdings für jetzt reicht es. Ich zeige es euch hier mal, wie man Bilder generiert. Und dann wird es das auch gewesen sein für dieses Video. Empty Latent Image bedeutet, hier gebt ihr einmal die Weite und die Höhe ein. Wir lassen es mal bei 512 mal 512. Das ist nämlich die Bildgröße, auf die Stable Diffusion 1.5 trainiert ist. Das können wir so lassen. Mit Batch Size könnt ihr bestimmen, wie viele Bilder in einem Durchlauf generiert werden, während ihr hier auf der rechten Seite ein Queue habt zum Bild generieren. Hier ist der Unterschied, hier könnt ihr bestimmen, wie viele Durchläufe gemacht werden. Also wenn ihr jetzt hier 5 Durchläufe queued, dann ist das im Prinzip das gleiche, als würdet ihr hier 5 Batch, also eine Anzahl von 5 im Batch-Bereich eintragen. Nur dass er dann nur einen Durchlauf macht und 5 Bilder generiert. Und hier macht er 5 Durchläufe und generiert jeweils 1. Ich benutze immer nur Q-Prompt, weil mit höherer Batch-Size muss man auch höhere Hardware-Anforderungen berücksichtigen. Der Sampler, dieses schöne Ding hier, das ist das Tool der Wahl, um das Bild generieren zu lassen. Hier habt ihr einen Seed, das ist ein Random-Wert, der benötigt wird, um Bilder zu generieren. Die Schritte, die die KI durchgehen soll, um ein Bild zu generieren. CFG ist der, so eine Art Kreativitätsfaktor. Je höher ihr diesen Wert stellt, umso kreativer wird die KI und je weiter ihr den runterstellt, umso weniger kreativ wird sie. Ich lasse es immer auf 8. 7,5 bis 8,5 sind hier, glaube ich, ganz gute Werte. Aber ich habe mich irgendwie auf 8 festgeschossen hier. Samplername, zu den Samplern kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Jeder Sampler gibt andere Ergebnisse. Andere Sampler sind, also manche Sampler sind alt, aber nicht deswegen schlecht. Andere sind neu, aber nicht deswegen gut. Das ist immer ein bisschen tricky. Da muss man selber drauf kommen, um zu gucken, was man jetzt braucht oder nicht. Auch welchen Stil man welchen Stil man von den Bildern erwartet etc. Das ist immer, ich kann euch mal sagen, worauf ich mich eingeschossen habe. Ich habe mich auf den DPMPP2M und der Scheduler, der ist auch so eine Art, Eingriff auf den Sampler. Scheduler nehme ich immer Karas. Ja, das ist so mein Standard-Setup. D-Noise lassen wir in dem Fall auf 1. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal dran vorbei, was D-Noise bedeutet. Deswegen lassen wir den erst auf 1. Der wird auf jeden Fall auf 1 benötigt, damit man ein komplettes Bild generiert. VAED-Code. Die Bilder befinden sich im Latent Space, wenn sie hier aus so einem Sampler rauskommen. Deswegen müssen wir die noch dekodieren, damit ein JPEG draus wird oder ein Image. Das passiert in dieser Node. Und Save Image speichert das Bild weg. Und wir haben hier den Standard Input. Beautiful Scenery Nature Glass Bottle Landscape Purple Galaxy Bottle als Positive Prompt und Text Watermark als Negative Prompt. Wie gesagt, hier oben ist der Positive Prompt, hier ist der Negative Prompt. Wir können einfach mal ein Queue starten, einen Durchlauf. Dann wird jetzt hier zuerst das Model geladen.
Der wird gleich hier rasend schnell durch diese zwei Prompts durchrasen und sich dann hier am Sampler wiederfinden. Schwupp, schwupp, schwupp. So, sampled los, dekodiert das Bild und da haben wir ein Image. Macht Rechtsklick auf das Bild hier, macht Open Image und wir haben unser erstes Bild generiert. Wenn ihr jetzt was anderes generieren wollt, geht ihr einfach hin, löscht aus dieser Node hier den Text raus und schreibt Flower on a beautiful meadow. Drückt wieder Start. Der Sampler rennt los. Bild wird dekodiert. Und wir haben ein Bild einer Blume generiert. Oder wir sagen a blue flower on a beautiful meadow. Und wir haben eine blaue Blume generiert. Okay, ich sehe gerade, ich habe ein gestengesteuertes Add-on in meinen anderen Browsern. Ich glaube, das muss ich ja auch machen. Ich drücke mal Rechtsklick und will den Tab schließen. Das funktioniert nicht. Naja, eins nach dem anderen. So. Und ich habe euch eben schon gesagt, wenn ihr die Bilder haben wollt, geht in euren Comp.UI-Installationsfolder, geht auf Output und hier sind sie, unsere zwei generierten Bilder. Jawohl, ich denke, dann war es das für das Video jetzt. Wir werden im nächsten Video uns ein bisschen die Nodes angucken und wie Comp.UI an sich funktioniert. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit diesem Wissen aus diesem Video zumindest Comp.UI installiert zu haben und schon mal ein bisschen rumzuspielen, rumzuklicken. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Viel Spaß beim Rumexperimentieren. Macht's gut und tschüss.